Essen und Trinken kann so viel Glück bedeuten. Und die Menschen wissen gar nicht mehr, wie viel Glück es bedeutet, ein gutes Stück Fleisch, eine gute Tomate zur besten Zeit, die am Morgen geerntet wurde, zu essen. Mit ein bisschen Olivenöl, mit ein bisschen Salz. Die Leute haben das vergessen. Das brauchen die Leute, dieses Glück. Und so ein Medium, so eine Food Week, kann das schaffen, indem man diese Nähe zwischen Produzent und Konsument verkleinert. Menschen zusammenbringen, die gut essen wollen, die auf Nachhaltigkeit setzen und die offen auch für Neues sind und sich dem nicht verweigern. Ich muss sagen, in den letzten Jahren, was sich hier in Berlin entwickelt hat, ist es absoluter Vorreiter in ganz Deutschland. Jeder schaut im Moment nach Berlin. Essen hat sich jetzt so in den letzten 5 Jahren gewaltig entwickelt, weil das, was in Deutschland früher nicht so war, mittlerweile total zum kulturellen Thema geworden ist. Berlin braucht so Events. Es gibt ja schon die Berlin Fashion Week und ich glaube, Berlin ist eine der kreativsten Städte der Welt, auch was die Gastro-Szene angeht und die Food-Szene. Und wenn nicht hier, wo dann?